Universität geht von Verdacht auf Giftanschlag aus. Nach der Entdeckung eines Schadstoffes in Getränkeverpackungen an der TU Darmstadt geht die Forschung weiter. Nach ersten Ermittlungen der Polizei seien 7 Universitätsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrscheinlich Opfer eines Giftanschlags geworden, teilte die TU Darmstadt auf ihrer Internetseite mit. Wir sind schockiert über die offensichtliche Kriminalität, die sich an unserer Universität ereignet hat, sagte TU-Präsidentin Tanja Brühl. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Einsatzkräfte das Gelände des Campus Lichtwiese bis in die frühen Morgenstunden nach weiteren kontaminierten Lebensmitteln. Eine Laboranalyse soll zeigen, um welche Substanz es sich handelt. Andere Speisen und Getränke, die sich auf dem Campus befanden, werden ebenfalls untersucht. Die Polizei geht davon aus, dass zwischen Freitag und Montag im Gebäude L201 auf dem Campus Lichtwiese mehrere Milchkartons und Wasserbehälter mit dem noch unbekannten, aber Schadstoff vermischt wurden. Der stechende Geruch der betreffenden Flüssigkeiten fällt besonders auf. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass andere Gebäude betroffen sind. Mehrere Personen, die im Gebäude L201 etwas getrunken oder gegessen hatten, kamen am Montag mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus. Der Gesundheitszustand einer 30-jährigen Schülerin sei noch kritisch, hieß es am späten Abend. Sein Leben war daher zeitweise in Gefahr. Die Polizei und das TU-Präsidium raten dazu, keine Speisen und Getränke zu essen oder zu trinken, die während der mutmaßlichen Tatzeit in Räumen auf dem Campus Lichtwiese gelagert wurden. Wer am Montag im Gebäude L201 getrunken oder etwas gegessen hat und sich unwohl fühlte oder dessen Extremitäten jetzt bläulich sind, sollte sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Bei Verfärbungen sollte man sich möglichst nicht bewegen und sofort den Notarzt rufen.